Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier auf der Marsch. Ja, ich wünsche mal einen schönen Sonntag, bis Wochenende allgemein. Und schon mal Wochenstart für morgen. Ja, ich habe jetzt mal geschaut. Zwar ist das Feld 81 fast ideal. Das werden wir mal kaufen. Für eine Gemüsesorte, meinetwegen für Kohl oder so. Das kaufen wir mal. Und dann werden wir da entsprechend, das war 81. So, da hinfahren. Kurs berechnen lassen und dann bringt Dagmar Geres auf, ne? Ja, Wasserfahrer haben sich beide gegenseitig blockiert. Ja. Der eine hat die Vorfahrt genommen, der andere ist dann sind beide nicht recht gekommen. Und die Seemaschine hat sie am Laternenpfahl festgeklebt. Befreit und fährt jetzt hin. Und ich werde ganz kurz, ich kann auch gerne selber springen, so ist das nicht. Mal ganz kurz Bodenproben nehmen. Da schicken wir mal einen Geologen los, ne? Machen wir. Das finde ich von dieser Methode ganz gut, das ist praktisch. Weil, ganz ehrlich, selber machen. Halte ich für Unsinn. Ich sag, wenn ein Bauer Langeweile hat, wird er sich das sicherlich antun, aber in der großen Ganzen sind da Spezialisten, die sind da besser geeignet für. Die haben die nötigen Fahrzeuge, die nötigen Geräte. Die Bodenprobe musst du eh zum Labor schicken. Und die haben da Vertragswerkstätten. Das kostet dann. Erstens hast du die ganze Rennereien von Feld zu Feld, ne? Also mit den Geräten zum Messen. Stichprobenartig natürlich nur, ne? Aber wie gesagt, dann sagst du jemand Bescheid und dann macht das alles ab. Wahrscheinlich muss es eh einer machen, der geprüft ist. Damit dann keiner bescheißen kann, ne? Anführungszeichen. Ich weiß aber nicht, aber wie gesagt, so kann man es vorstellen. Gleich mal überholen. Die KI ist nur so langsam. Aber ich bin mal froh, dass ich überhaupt eine KI fährt, ne? Ja, 53, da haben wir doch so schnell ungefähr. Und sagt der Spiegel, kann man nicht sehen, ne? Mal rein. Blinker raus. Geht schon. Ja, hier fehlt noch ein bisschen die Technik von Eurotruck Simulator, ne? Aber wiederum, was ich mir interessant finden würde, wären praktisch die, ich habe ja mal ein Spiel, SimCity oder so ähnlich. Da konnte man die Flächen kaufen. Eine Stadt gründen. Dann hat man symbolisch Verbindung gemacht und da hat man nicht, dann haben die Handel getrieben, mehr oder weniger. Ob die nun zur Schule gefahren sind oder zur Arbeit oder so dergleichen, ne? So wäre es nicht schlecht, wenn du jetzt faktisch eine Karte hast in Thüringen, also schicken mal eine Lieferung nach, weiß ich, zum Marsch. Weil das ist schon von der Entfernung her eher was für ein Zug, ne? Bei diesen Gütern wie Getreide oder sowas, ne? Obwohl eher kein Getreide nach Norden fahren würden, das wäre Quatsch. Vom Prinzip her ist das eher Unsinn, ne? Da ist er ja. Ja, komm nicht vorbei. Oder doch? Gas, ne? Wie ist gefährlich, wenn wir fliegen? Das müsste normalerweise auch irgendwie flacher gestaltet werden. Das sind nicht so eine Berge da sind, ne? Irgendwie muss es flacher sein. Könnte doch mal theoretisch, ne? Dass die Rampe nicht so extrem kurz ist. Vielleicht eher lang. Oh, unser Steinfahrer angekommen. So. Ist so 81 ist fast perfekt für Ziele normalerweise.
So. Genau. Sieht ganz gut aus. Und Wahnsinn. Das Fahrzeug ist nicht schlecht, aber man muss mal gucken, ob da normalerweise noch andere Fahrzeuge gibt, wenn man Anhänger ziehen kann oder sowas, ne? PH wird es auch ganz gut, wenn wir es machen könnten. So, das machen wir selber. Plätschert. So, mal gucken, jetzt ist viel kommen. Ne, es geht weg. Weil drüben auf dem Feld kamen ja praktisch die Karotten zum Vorschein. Also Schädel normalerweise werden die gelegt, das sind so eine Stecklinge. Ob die als Samen auch gibt, das weiß ich nicht. Kann sein, dass auch welche das als Aussehen und Stecklinge dann verkaufen, das kann sein. Also so in dem Sinne. Also für den Garten werden die Zwiebeln gekauft, Stecklinge, die kleinen, und dann werden sie nur in die Erde gesteckt. Das wird aber auch recht früh gemacht, sobald ja der Frost aus dem Boden ist, ne? Also das geht ziemlich schnell. Ich weiß gar nicht, ob die alle Frost abkönnen. Noch leichten Frost, weil bis Mai kommt der Frost und da sind die Zielmeisen schon in der Erde. Ja, genau, ein Dünger. Aber jetzt kann er halt nach dem nehmen, was er braucht als Ziel halt, ne? Optimal gedüngt. Gehe das halt vorweg, dass man nicht so viel Dünger anwenden müssen. Ist schon mal nicht schlecht. Auch wenn wir die Ernte hier nicht mehr schaffen werden. Da mache ich mir nichts vor, das ist halt so, aber wie gesagt, von Timing her ist schwierig, das so hinzubekommen. Weil irgendwas hast du immer in der Erde und muss wachsen. Ne? Also das ganze Getreide jetzt, was schon drin ist, von Dinkel und Altum und dran. Roggen vor allem, was habe ich da Roggen angebaut, damit das gut funktioniert, ne? Später, ne? Ja. Aber so ist es halt, ne? Ich habe es auch probiert mit Folgen am Wochenende G2 zu machen, aber das hat die, naja, das hat die Zeiten nicht nach oben getrieben. Wahrscheinlich so eher das Thema zu, ja, zu langweilig, kann man sagen, ne? Discord würde ich mal gucken. Ob so mal später für ja Multiplayer machen für eine Karte. Mal schauen. Aber das rechnet sich aber immer an Erwachsene. Ist ja 18 Jahre ist das Minimum und wenn jemand in 3 Wochen 18 wird, ne? Ja, okay, aber wie gesagt, so allgemein 18 ist rein rechtlich gesehen ist das besser, ne? Wenn ich jetzt jemanden bei mir habe, mein Neffe war ja noch keine 18 damals, da habe ich aber mir gesagt, okay, ist Verwandtschaft, kannst du einschätzen. Im Großen gab es auch nie Probleme, bis er keine Zeit mehr hatte. Ist aber normal. Nicht weiter schlimm. Aber da konnte ich es abschätzen, das Risiko in Anführungszeichen. Ne?
Weil wenn ich jemanden gar nicht kenne, ja, ist schwierig, ne? Wie gesagt, wenn 17,5 ist ungefähr, ja gut. Ich will nicht gleich hier noch mehr, sonst würde es hier auch noch reinknallen, ne? Wäre Quatsch. Wäre ja ungünstig, ne? Interessant wäre LS allgemein. Naja, gut, das wird aber in die Zukunft sein, ne? Mit den ganzen. Ja. Realismus, ne? Also jetzt Terra Life, wenn die mal das alles hinbekommen, was sie sich so vorstellen. Gut. Hoffentlich dauert das nicht so lange, ne? Es wäre schon interessant, also Thüringen, Terra Life mit Multiplayer wirklich auf CP und auf Euro 3 verzichten. Weil anfangs hast du das sowieso nicht. Aber das wäre schon interessant. Jetzt ist ja so, dass der Helfer ja auch klüger sein soll. Ne? Von daher, ich meine, auf CP will ich an sich nicht verzichten, mal ganz ehrlich. Das ist einfach, das hat sich von wann hat er es mal gespielt? 15 oder 17 war kein CP? Ich glaube nicht. 15er, glaube ich, ne? Oder? Die haben sie auch richtig. Outdrive ist ja auch rein Spezialist auf Straße. Das haben die beide zusammen so schön hinbekommen. Von der Technik her. Das reicht der Saatgut nicht, ne? Ja gut, das ist halt mal so. Dann müssen wir halt Nachschub holen. Dann müssen wir weiterfahren. Da müssen wir weiterfahren. Ist auch so, ne? So. War nicht so tief, ne? Das ist. Wenn er zum Beispiel hier auflegt, dann ist vorbei. Dann hat er keinen. Dann liegen die Reifen in der Luft, ne? Dann wird das nichts. Ja, so eine kleine Felder sind eigentlich für dabei sind, wenn wir dichter ranfahren, ne? Und nicht so streifen lassen. Wieder oben. Dann können wir noch mehrere Fälle uns da gucken. Kleine vor allem. Könnten auch ruhig Wiesen sein, das macht nichts. Können wir umbrechen zur Not, ne? Lässt sich auch nur schwer abschätzen, wie viel Ertrag wir jetzt hier erwarten können. Ob das für die Gemüsefabrik das ganze Jahr reichen würde. Befürchte ich eher mal nicht. Aber was soll's, ne? Aber das wüssten. Mein Ziel ist ja auch zur Not dingslos. Ne? Also gut. Die Gemüsefabrik muss ja eh alles verarbeiten. Dann kann man es auch in Säcke abgeben, ne? Beim Hofhändler. Ansonsten. Ja, ziellos überall, ne? Geht immer nicht anders. Ja, 14. Ja, wie gesagt, Saatgut reicht nicht. Da muss ich holen. Dann können wir euch Dinger holen. Da brauchen wir gar nicht mehr hochfahren, dann machen wir gleich bis zum Schluss. Und dann bis zum Ende und da geht gleich los. Das ist so. Das war nichts mit uns hier.
Eine Bahn, vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen Rest, ne? Ja, hätte ich da noch vorher voll machen lassen sollen, ne? Aber ist halt so meistens, ne? Meistens ist halt so. Aber Traktor ist schnell. Finde ich mir gut, wenn Traktoren so auf dem Feld oder auf der Straße zurechtkommen, ne? Das ist immer schön. Ja, Klee könnte ich. Da könnte ich vielleicht Klee-Heu machen. Das wäre vielleicht eine Option. Müsste auch normalerweise reingehen. Das wäre schön, wenn eine Beschriftung da wäre, ne? Bei den Stellen, ne? Gut. Man kann nicht alles haben, ne? Er macht ja schon viel, das kann man nicht mehr gerne. Also, wenn ich die ganzen Produktion sehe, was wir noch bauen könnten noch. Ich meine, einfacher wäre es schon, wenn die Produktion stehen würde und müsste das nur kaufen, ne? Mit Land, wenn es so entsprechend teuer wäre. Aber gut. Dann könnte Holger das schon mal einfahren, ne? Großblemäßig. Ja, für mich wäre das nichts. Ich bin da eher so. Ja, auch faul in der Beziehung, aber nur so viel wie ich brauche, ne? Also kann jeder machen, wie er möchte, das ist ja auch was Gutes, ne? Fahren wir rechts, können wir machen, ne? Wollen wir uns gerade ausfahren, naja, ja. Ja, ja. Wir fahren halt durch und ich vergesse das nicht am Montag oder am nächste Woche Montag, Dienstag, da habe ich ja Frühschicht, wieder früh aufstehen, schlimm. Jo, Volker. Jo. Ah. Ja gut, okay. Noch eine Kreuzung gepasst. Nächste nehmen. Die führen ja alle Wege nach oben, ne? Die 40 könnten wir auch noch kaufen. Und da wollte ich aber eher zusammenlegen, ne? Da oben müsste eigentlich Raps sein, oder? Da fällt. Und das sind so eine freien Flächen, da kann man ganz gut was bauen. Links. Da zum Beispiel. Das ist schon mal ganz gut. Aber aktuell. Ich werde eher Felder kaufen. Ist ja mal so, ne? Mal schauen. Da liefern. Steht. Und Arbeit fertig. Siehst du. Das sind Heulager hier und Silage und Stroh ist nicht verkehrt. Jetzt sind ja gerade Silage noch da. Beiden Lagern ist gut. Brauchen wir auch, ne? Ist aber von Klee und Luzerne.
So. Deckel auf. Da können wir auch Dünger reinknallen. Und dann Saatgut, ne? Dann daneben. Gibt's doch gar nicht. Ist doch genau drüber. Wenn das nicht so klappt, mit klappt voll. Oder so alle. Ne, ich brauch's die 1000. Mal so, ne? Ja. Ja. Gut, dann nicht. Ziel, ne? Das ist ja jetzt so, dass man das auch universal Dünger nehmen kann. Aber auch, man es möchte, speziell Dünger für, ne, bis halt, ich hatte mal Zwischendruck genommen. Und da überlege ich mir, ob ich da eine neue Karte beginne, weil das ja jetzt nachher nicht verlangt wurde, aber empfohlen wurde, ne? Das soll auch für heute gewesen sein. Für heute. Ja, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Ende. Schönen Wochenstart gewesen, ne? Vergesst die Bogen garantiert. Tschüss.